Funda, schön, dass du hier bist. Also schön, dass ich hier sein darf. Viel mehr. Was sollte es mehr in der Welt geben? Ich habe heute Morgen bei Twitter etwas gelesen, was ich sehr süß fand. Und da hat ein Freund von mir geschrieben, Kinder sind so rein und es soll, die haben einfach keine bösen Gedanken. Und es sollte einfach viel mehr Kindsköpfe in den Erwachsenenköpfen geben. Sehr gut. Und damit hast du nämlich schon eine Überleitung eigentlich gemacht. Denn als ich dich das erste Mal gesehen hast, hast du ja gesagt, dass man nie, never grow old, hast du gesagt. Ja. Und ich fand es sehr faszinierend. Was hast du vor deinem Abi gemacht? Was hast du gedacht? Also erstmal bin ich 2 Monate von meinem Abitur gegangen, weil ich mich, oh Gott, das klingt jetzt total dämlich, nur der, der mich kennt, weiß auch, warum das so ist. Ich wollte mich vor einem Studium schützen. Es klingt total behämmert, aber da gibt es eine lange Story dahinter und es war genau das Richtige, was ich gemacht habe. Und was ich gedacht habe, war, ich habe kaum irgendwas gedacht, muss ich gestehen. Ich habe einfach mein Leben schon immer so genommen, wie es auf mich zukam und habe immer das Beste daraus gemacht, was kam. Ja, yeah. Voll gut. Und, ja. Und jetzt bist du Galileo-Moderatorin. Das, yeah. Das, ja. Und jetzt bei deinem Job, was war so das Extremste, was du jemals gemacht hast? Es gab ja schon so einige Dinge, die wirklich extrem waren und wirklich hart an der Grenze. Aber eine Geschichte war ziemlich heftig. Da war ich mit meinen Kollegen zusammen, die ich auch immer wieder getriezt habe, weil ich so einen Teamgeist habe. Ich brauche immer ein Team um mich rum. 108 Stunden war ich dann wach insgesamt. Ich kam nach Hause diesem ewigen Wachsein. Und da war die Kleine noch ziemlich klein. Und da musste ich sie noch ein bisschen bespaßen bis abends 7 Uhr, bis dann für sie Bett hieß. Und das war für mich schon echt hart. Also es war schon eigentlich über der Grenze, muss ich sagen. Ja. Krass. Das war heftig. Und wie, also du warst 108 Stunden wach? Ich war insgesamt 108 Stunden wach. Wie hast du das geschafft? Ich weiß es heute gar nicht mehr. Ich glaube, man muss es einfach mal gemacht haben und dann passiert's. Also es, du bist ja auch im Team und macht der eine was, der andere was, dann machst du was, dann spielt ihr Spiele und lauft und spaziert und erzählt euch verrückte Geschichten und irgendwann fangt ihr sowieso an zu halluzinieren und dann habt ihr gar keinen Plan mehr. Okay, krass. Und was würdest du sagen, was ist mehr wert, wenn du deine Angst überwindest oder trotzdem in deiner Komfortzone bleibst? Angst überwinden, ganz klar. Also okay. Ich habe ja auch Höhenangst und ich mache dann auch gerade dann total gerne Dinge, die mit der Höhe zu tun haben. Sehr schön, Funda. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Max, mal Stift.